Willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 20 Karrieremodus mit dem VfL Wolfsburg. Heute im Champions League Hinspiel gegen Chelsea. Ja, Halbfinale. Schön, dass Sie alle da sind. Dann beginnen wir mit den Fragen. Rotation ist natürlich wichtig. Heimspiele sind immer gut. Wir müssen mehr Tore machen. Vor allem dürfen wir kein Gegentor bekommen. Das ist noch wichtiger, vor allen Dingen, weil wir im Heimspiel spielen. Da muss also die Null stehen. Die können doch in Blau spielen, oder? Ja. Spieleinstellungen nehmen wir natürlich wieder heiter. Und ja. Ja. Ah, wobei wir hätten ja auch so. Der Kracher, das Duell zweier Teams, die natürlich wissen, was heute auf dem Spiel steht hier in der UEFA Champions League. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zur Partie. Natürlich wollen wir ins Finale. Ist ja klar. Oh, Havertz und Sessegnon sind gelb gefährdet, alles klar. Da müssen wir gleich mal ein bisschen gucken. So wichtig ist es hier, dass wir hier kein Gegentor bekommen im Heimspiel. Deswegen habe ich auch die erfahrene Abwehr genommen. Oh, gut dabei dafür Hakimi. Ja, kommt aber nicht durch, schade. Ja, kein Foul da. Boah, Duz. Abgefälscht. So viel Druck jetzt hier am Anfang von unserer Seite. Chelsea ist bis jetzt noch überhaupt nicht im Spiel. Jetzt vielleicht mal eine längere Ballbesitzpassage. Klären wir aber auch zum Einwurf. Aber holt sich den Ball, aber dann gleich wieder der Fehler. Tonali. Sessegnon läuft. Läuft. Und macht das Tor. Sensationell von Sessegnon. 1:0. Ah, das hat er sehr gut gemacht. Das hat er sehr gut gemacht. 1:0. Chelsea muss jetzt also kommen. Wer kommt ins Finale der UEFA Champions League? Heute
vorsichtig. Ah, Eckball. Junin hat ihn. Ui, da waren wir überhaupt nicht am Mann. Ah, Sancho ist da hinten komplett frei, sehe ich gerade. Also da war keiner weit und breit beim Abschluss. So, Tonali. Gibt noch mal einen Wurf. Hakimi. Boah, du! Denn noch mal mit einem Abschluss. Sancho mit einer. Ja, gibt noch mal Abschluss. Da kam Bordus leider nicht mehr hin zum Ball. So, Grimaldo. Ah, es gibt Rot. Der kam von hinten. Ja. Das ist dumm gewesen. Das müssen wir wechseln. Ach, Mann. Ja, wen bringen wir? Gesch muss kommen. Ich würde sagen, für Havertz. Boadus kommt denn nach da? Ja. Gesch kann ja auch Innenverteidiger spielen. Jetzt wird es eine schwere Rest-Viertelstunde und vor allen Dingen Rest-zweite Halbzeit. So, ich habe jetzt Havertz rausgenommen. Wir müssen jetzt auf Ballbesitz gehen. Oh, Sancho hat sich jetzt auch noch verletzt. Eckball. Ja. Sancho hat sich auch verletzt, da muss also jetzt Foden schon rein. Das müsste eigentlich schon längst abgepfiffen werden. Ich weiß nicht, wieso er da noch länger laufen lässt. So, jetzt pfeift er ab. Jetzt müssen wir auf jeden Fall die Defensive verstärken. Was heißt, ja, ich muss einmal kurz gucken. Oder wir lassen es erstmal so. Ja, wir lassen es erstmal so. Oh, wir sind ein Mann weniger, ihr habt es gesehen. Ja, Gesch ist halt nicht der Schnellste da hinten. So, Sessel Jung. Sogar noch einen Einwurf. Boah, du's. Oh, Riesenchance da nochmal. Ja, dann hat er aber auch nicht wieder richtig getroffen. Wir wechseln jetzt nochmal. Mir ist denn doch lieber, das hier alles mitzunehmen. Wir werden jetzt Almada
für Boadus bringen, denn der ist schnell. Weil wir hatten gar keinen Abwehrmann, habe ich da gerade gesehen. In der Presse wird ja schon über den möglichen Wechsel berichtet, Buschi. Ah. Richtig, aber es ist da noch nichts da. Müssen wir einfach mal abwarten, wie sich die Dinge entwickeln. Oh, was? Wie ist der denn bitte angekommen? Der geht aber aus. Das 1:0 würde ich Stand jetzt auf jeden Fall unterschreiben, Leute. Ja, wir ballern den Ball auch eigentlich nur noch raus, richtig. Ich meine, mit einem Mann weniger ist es extrem schwer. Hakimi behauptet da den Ball. Gesch ist da komplett frei. Jetzt fehlt er natürlich hinten. Und Tonali ist aber da. Phone kommt auch zu Hilfe. Gesch ist jetzt wieder da. Und wir sind halbwegs gestaffelt. Ja, gibt nochmal einen Freistoß für uns. Wichtige Zeit. Armada. Oh, das hätte dann sogar das 2:0 sein können. Alter, was für eine Chance. Ja. Also das kam unerwartet, sage ich ganz ehrlich, aber naja. Und jetzt hier bloß nicht. Ja, jetzt wird es natürlich nochmal doppelt schwer. Und das gibt auch nochmal rot oder gelb. Jo, die zweite rote Karte. Jetzt kommt's ganz bitter. Jetzt kommt's gerade ganz, ganz bitter, Leute. Zwei rote Karten. Senior. Oh, wie er den noch hält, Alter. Elfmeter. Alter, das, damit hätte ich jetzt echt nicht gerechnet. Elfmeter in der zweiten. Nee, hallo, wieso Kamera? Achso, das ist Miliot, ne? Und wir machen den. Wer war denn das? Kamera macht den Elfmeter, alles klar. Oh Leute, ein 2:1. So, weg damit. 3 Minuten Nachspielzeit. Die sind jetzt eigentlich auch um. Letzter Angriff wahrscheinlich.
Und das müsste es gewesen sein. Wieso pfeift er nicht ab? Ah, jetzt. Wir gewinnen knapp 2:1. Ist trotzdem ein trügerisches Ergebnis, weil Chelsea ein 1:0 reicht durch das geschossene Auswärtstor. Also, Freude hält sich in Grenzen, würde ich mal sagen. Trotzdem in Unterzahl da noch das Tor zu machen, aber der Elfmeter war auch ein bisschen komisch, die wir den bekommen haben. So, jetzt gibt es erstmal nochmal Interviews. Ich danke Ihnen zunächst mal, dass Sie so kurz nach dem Abpfiff bei uns sind. Konkurrenzkampf ist natürlich wichtig. Das war's auch schon. So, Tonali fehlt also im Rückspiel. Das bedeutet... Oh, warte mal. 3 Wochen wird... Sancho fehlen. Das bedeutet Saison aus für Sancho. Ist natürlich doppelt bitter. So, wie machen wir das jetzt? Also, dann wird jetzt hier De La Viga spielen. Hier kommt... Ich muss einmal kurz ein bisschen nachdenken. Ja, Lu wird trotzdem spielen. De La Viga brauchen wir dann für... Wird hier Hoslek spielen. Hier links kommt dann Rodrigo. Oder machen wir Ekoko. Hier wird dann Manzilla spielen. Er ist gesperrt, deswegen kommt da trotzdem Reece James, Hübner und Kareshma. Da kommt Bilkur. So, ja, jetzt muss ich hier einmal kurz überlegen. Ramos auf jeden Fall. Tonali kann ja... Ah, der bekommt jetzt halt eine Pause, ist denn halt so. Er bekommt dann da. Feljo kann da ja auch spielen. So, Sancho ist verletzt. Das ist das Saison aus. Rodrigo wird denn dafür kommen. Das Schengen haben wir ja auch noch. Für Foden. Almada für Yashirin. Der kommt dann nämlich für Havertz. Havertz bekommt eine Pause. Höver für Sessegnon. Wen haben wir denn jetzt hier noch von der eigenen Jugend? Castandia. Das war's, ne? Stimmt, Aguero haben wir auch noch. So. Dann spielen wir auf jeden Fall so jetzt gegen Leverkusen, wir sind ja sowieso schon Meister, deswegen. Ist das jetzt nicht ganz so wild, wenn wir da alles verlieren sollten? Hatte ich jetzt Rousset auf die Bank gepackt? Ich hoffe schon. Ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Partie, liebe Fußballfans. Willkommen in der Volkswagen Arena. Wolfsburg und Frankfurt sind heute wieder in unserem Kommentatorenteam und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. VfL Wolfsburg gegen Bayer Leverkusen. Ein spannendes Ligaspiel also, Wolf. Beide wissen, worum es geht, gerade gegen diesen Gegner. Und das merkt man auch, wenn man die Fans beobachtet. Eine extreme Erwartungshaltung vor dieser Partie. Ja, jetzt geht's ja schnell nach vorne. Boah, au.
auf der Linie stark, Alter. Also richtig stark. Kurz ausgeführt. Und das gibt erneute Qualität. Lu ist natürlich mit hinten. So, Ramos muss dahin. Der Kur hat ihn aber. Sie stehen vor allen Dingen defensiv richtig gut. Wird schwer, sie hier zu Hause in Bedrängnis zu bringen. Und klar, das soll heute so weitergehen. Ja, da ist er zur Stelle, Ball gelegt. Alex Garcia. Brooks. Klasse Aktion, Ball ist weg. Mit Platz 1 momentan ist das eine überragende Saison. Kein Wunder also, dass sie auch schade. Das passt einfach. Sie treten auf wie ein echter Tabellenführer. Brooks. Und Manzilla, der ist halt nicht der schnellste. Die Möglichkeit zu planen. Nee, da kommt keiner dran. Ausweg jetzt. Osleck. Der hat die Power. Sieht gefährlich aus. Jetzt der Schuss. Alter, wie wird der denn noch geblockt, bitte? So, mein Zinner. Kejo mit der Ecke. Lu mit dem Schuss. Und da ist Hoslek. Und das ist das Tor. 1 zu 0. Ein super Tor. Der war glücklich abgefälscht. Und dann nimmt er den direkt. Erstes Saisontor für Adam Hoslek. Heyo. Klasse Pass. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Ah, schade. Das war vielleicht ein Pass zu viel. Jetzt ist der Ball weg. Könnte Konter gehen. Roman Sorgen. So, Hinz muss dahin. Und jetzt Ekoko. Es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Da wäre Platz für. Ach, verliert er den Ball. Gut aufgepasst, das wäre sonst eine richtig gute Gelegenheit geworden. Da jetzt muss er aufpassen. Entschlossen geklärt. So, wir führen 1-0, ist ein wildes Spiel mit vielen Fehlern so im Aufbau auch. Aber wir haben ja auch eine relativ junge Mannschaft drin. Deswegen kann man das schon verschmerzen. So, für Ramos kommt jetzt Castagna. Ekoko geht auch raus. da wird Björn Kasper dann mal kommen. Gefährlich.
hier an Kasper. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Lu, deshalb nicht der Schnellste. Bald steht das Halbfinale. Björn Kasper kommt da nicht durch. Dann geht es auswärts gegen Chelsea. Das wird mal richtig. Ah, gibt da noch Gelb. Ah, Hilver stellt sich da nicht gut an. Der Vorstoß in die Mitte jetzt. Und jetzt der Schuss. Schuss für Lebenhoff. Oh, Belcour, was für eine Parade der Junge. Wir wechseln jetzt nochmal. Können wir nochmal wechseln? Ja. Song kommt rein für Lou. Das bedeutet, wir machen das jetzt so. Genau. Für die Auswärtsmannschaft sind wir die nächste Bundesliga-Partie eingeblendet. Ruben Dias. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt ab. Jetzt wird Zeit für eine Flanke. Die Wölfe erobern sich den Ball zurück. So, Hoss weg. Ja, was Marco Ferrari betrifft, da sieht es danach aus, als würde er in naher Zukunft nach Southampton wechseln. Das stimmt, aber offiziell ist noch nichts mehr. Elfmeter? Ja. Elfmeter für Leverkusen. Ach ja. Wir springen nach rechts. Ah, okay. 1-1. Schade. Und das ist der Ball. Gute Aktion. Vorteil für Wolfsburg. Macht er gut. Klasse Pass. Chance zu viel. Abseits. Schade. Da haben wir den Ballbesitz, alles sehr ausgeglichen und das spiegelt sich natürlich auch im Rücken. Schöner Pass. Sieht gefährlich aus. Und das 2-1, Björn Kasper trifft. Und da hat er die Führung, das war wichtig. Mit links. Drittes Saisontor für Björn Kasper. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Paulinho. Alex Garcia. Und weiter spielen wir noch. Ah, gibt noch eine gelbe Karte, glaube ich. Jo. Der Ball ist weg. So, wir können uns hier, denke ich, auf eine heiße Schlussphase einstellen. Buschi. Das kann man wohl sagen. Und völlig offen hier der Ausgang der Partie. Da kommt der Pass. Und das 3-1. Super Zusammenspiel von den beiden. Adam Hosleck. Und Björn Kasper mit einer guten Vorbereitung
Ja, und Hoslek macht das, wofür er auf dem Platz ist, nämlich Tore zu schießen. So, 3-1. Hoslek mit zwei Toren. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind's noch. Brooks. Weg ist der Ball. So, wir gewinnen 3-1 gegen Leverkusen mit einer B11. Das ist schon außerordentlich gut. Bayern gewinnt, Hamburg gegen Leipzig, Hamburg Union Berlin 1-1, Dortmund Hoffenheim haben wahrscheinlich das Topspiel am Abend. So. Danke, dass Sie direkt nach dem Spiel Ende insgesamt eine tolle Leistung sind. Super Leistung. Das war's auch schon. Gut. Dann, Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge zum Rückspiel der Champions League. Lasst gerne eine Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.